Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse soll ein allgemeingültiges Lösungsmodell bestehende erstellt werden, das für innovative Führungskräfte in Industrieunternehmen anwendbar ist. Auch ein herzliches Grüß Gott und schönen guten Abend von meiner Seite. Führungskraft zu sein statt ein Boss. Branson sieht das klassische Bild der Chef wie ein Anachronismus. Herrisch ist keine wünschenswerte Eigenschaft für eine Führungskraft, sagt er. Ein Chef erledigt Aufträge, während eine Führungskraft organisiert. Vielleicht, daher ist es seltsam, dass, wenn es irgendeine Phrase, die garantiert wird, um mich auf den Weg, es ist, wenn jemand zu mir sagt, okay, fein, du bist der Chef, sagt Branson. Was mich ärgert ist, dass in 90% der Fälle, wie, was diese Person wirklich sagen will, ist. Okay, dann glaube ich nicht mit Ihnen einverstanden, aber ich werde rollen und tun es, weil Sie sagen mir zu. Aber wenn es nicht klappt, werde ich der Erste sein, der daran erinnern, dass es nicht meine Idee. Ein guter, innovativer Unternehmensführer ist jemand, der nicht nur seine eigenen Ideen auszuführen hat, aber auch andere inspiriert, weiter mit ihren eigenen Ideen zu kommen. Steve Jobs, Apple. Jede Führungskraft muss sein, der positiv denkt, nehmen Sie smart Risiken, schnellen Ausfall an und geben Sie nicht auf. Dranbleiben. Ja, das ist definitiv so, wurde von den Führungskräften eindeutig zugestimmt. Neinsager und Blockierer, gerade im Top-Management, muss irrsinnig lange durchgehalten werden und viele Schleifen ziehen, nicht bei jedem Rückschlag aufgeben. Das Forschungsteam wird stärker, wenn man die klügsten Köpfe zusammensteckt und einen Weg hinaussucht. Der Teamgedanke ist sehr stark. Bei einem Projektabbruch, Kundenwunsch ist nicht umsetzbar, bei unter ca. 5%, Kundenwunsch zu 100% und 80% werden umgesetzt, dann ist Abbruch bei ca. 10%. Andere Computer, wie zum Beispiel IBM, wurden stets mit dicken Handbüchern geliefert, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Wenn die Analysten in ihre Zimmer kamen, die sie erwartet haben, um den Computer zu berühren, wurde ein Mac eingeschalten, wurden Nutzer von diesem Computer mit einem schlichten Hallo begrüßt. Diese Einfachheit begeisterte. Steve war immer sicher, dass deren Geist mit Innovationsideen weht.